Hallo liebe Moviepiloten, ich weiß ja nicht, ob ihr mir auf Instagram folgt, lohnt sich. Ich poste hier und da mal Quatsch, viele Vorschauen, was noch auf Moviepilot kommt, aber gestern habe ich ein kurzes Video veröffentlicht, wo ich euch verraten habe, dass ich den Dune-Trailer noch nicht geschaut habe. Viele haben mich gefragt, kommt da noch was, wieso ist da bisher noch nichts gekommen, wieso ist bisher noch nichts gekommen? Zeitgründe, das ist der einzige Grund, denn ich freue mich gigantisch auf diesen Film. Und warum gestern nichts gekommen ist, weil ich schon an einem anderen Video gearbeitet habe. Es kommt nämlich eine Review zu New Mutants. Könnt ihr euch drauf freuen? Und noch was zu Star Wars, weil es wieder fürchterliche Nachrichten gab aus der weit, weit entfernten Galaxis. Aber Dune und Tenet sind die zwei Filme, auf die ich mich dieses Jahr am meisten gefreut habe. Und ich habe nochmal den David Lynch-Film geguckt, von dem ich kein Fan bin. Ich weiß, ich weiß. Na, er hat Kultstatus und meiner Meinung nach auch zu Recht. Die Kostüme, das Worldbuilding und so weiter und so fort ist ganz cool. Ich habe gleichzeitig das Buch nie gelesen. Muss ich nie gelesen. Ja, Schande, Schande über mein Haupt. Aber ich finde, der Film betreibt halt echt heftiges Expositionsdumping. Das ist Familie Atreides, das ist Familie Harkonnen, das ist der Planet, das kann der und so weiter und so fort. Brauche ich jetzt einen Block und einen Stift, um das alles zu verstehen? Nichtsdestotrotz, David Lynch mag den Film ja selber nicht, habe ich gehört. Und Denis Villeneuve hat jetzt anscheinend wesentlich mehr Freiheiten als David Lynch damals, weil das Studio sich sehr eingemischt hat. Er musste viel mehr reinquetschen, als er wollte. Und Denis Villeneuve hat die Zeit und das wird auch schön aufgeteilt. Wir kriegen definitiv noch eine Fortsetzung. Hoffentlich macht der Film genug Geld. Und generell mag ich seine Filme. Ich mag die Bildgewalt in seinen Filmen. Blade Runner, Prisoners, Arrival, aber auch Enemy. Ich mag die Filmografie von dem total gerne. Ansonsten, dieses Bild habe ich bisher gesehen, falls man es ja kennt. Das ist unser Paul Atreides, gespielt von Timothée Chalamet. Sieht aus wie Kylo Ren. Mehr habe ich noch nicht gesehen. Und falls ihr euch fragt, was das ist die einzige Vorbereitung, die es heute gibt. Und zwar die Castliste und die Charakternamen. Ich bin nicht so gut mit Namen manchmal. Ich meine, ich habe schon häufiger Namen zerfleddert in meinen Videos und wurde auch vor Jahren mal angemacht, weil ich Ashoka anstatt Ahsoka gesagt habe. Da gibt es bis heute noch Kommentare. So, ich glaube, alles wurde gesagt, was gesagt werden muss. Alle Disclaimer wurden disclaimed. Jetzt gibt es eine Reaction und ja, wenn es euch gefällt, wird es in Zukunft noch mehr davon geben. Ihr seht jetzt mein blödes Gesicht und einen Trailer, den ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Viel Spaß! Alright, also ohne Witz, ich finde bisher allein schon die Aufnahme stark. Muss ich einfach sagen, ich weiß noch nicht viel passiert, aber ich bin einfach ein großer Fan von Zeitbildern. Ich weiß gar nicht, ob Roger Deakins schon wieder die Cinematografie macht. Weiß ich gar nicht. Obwohl der Kameramann, den ihr eventuell kennt, Sebastian, der hat gerade mit dem Kopf geschüttelt. Also, nee, aber gut. Unser Paul. Und da, ja? What did you see? There's a crusade coming. Do you often dream things that happen just as you dream them? Yes. Also was mir schon mal auffällt, allein, ich meine, es war klar, aber Timothée Chalamet ist wesentlich jünger als Kyle MacLachlan, der ihn im 87er-Film gespielt hat. Und ich finde, weil wir gerade was mit einem Propheten zu tun haben, mit einer Messias, nicht mit Propheten, mit einer Messias-Figur, die langsam wachsen muss und in dieser Rolle sich langsam wohlfühlen muss, finde ich, passt das wesentlich mehr, den mit einem jüngeren Schauspieler zu besetzen. Und dass Timothée Chalamet was auf dem Kasten hat, das dürfte vielen hier klar sein. Okay. The test is simple. Remove your hand from the box and you die. What's in the box? What's in the box? Sorry, muss ich bringen. Jedes Mal, wenn jemand sagt, what's in the box, denke ich an Sieben und Brad Pitt. Ja, der Test. Das wird jetzt schmerzhaft für dich, mein Freund. Pain. Ah, komm, das sieht geil aus. You have proven you can rule yourself. Now you must learn to. Ich denke halt alle 2 Sekunden, ach, so sieht das also mit guten Effekten aus. Ich habe den gestern gesehen und als er da sein Schwerttraining hatte. Für damals wahrscheinlich klasse, für heute nicht. Rule others.
Something none of your ancestors learned. My father. Bin ich der Einzige, der, wenn er jetzt noch Oscar Isaac mit dem Vollbart sieht, nur noch an They Fly Now denkt? Es tut mir so leid. Ich hoffe, der wird diesen Ruf los und Oscar Isaac kann so viel mehr als Star Wars. An entire planet. He's losing it. Die Sets sind schon mal Hammer. Die Sets, die Kostüme. He's getting a richer one. He'll lose that one too. Aquaman. Arrakis is a death trap. Bin sehr auf Batista gespannt in dem Film. Ich bin wirklich sehr auf Batista gespannt. Ich meine, ich kenne ihn eigentlich nur aus so großen Franchise-Filmen, wo er entweder so die lustige Komödie oder halt die Muskeln oder in Guardians of the Galaxy beides spielt. Ich bin gespannt, ihn mal als einen richtigen, bösartigen Kriegsführer zu sehen. Meine Fresse. Und hier sehen wir, das ist Stellan Skarsgård als der Baron. Packen Sie ihn den in einen Fettsuit? Ich meine, der sah ja echt witzig aus im originalen Film. This is an extermination. They're picking my family off one by one. Let's fight like demons. Ja. An animal caught in a trap will gnaw off its own leg to escape. What will you do? I know you. Definitiv ja. Also, da ist er. Ich muss kurz, das muss ich sehen. Ich muss sehen, ob das so ein Fettsuit ist. Sieht so aus. One day, the legend will be born. Das, ist das ein Sandwurm? Ich glaube, das ist ein Sandwurm. Das ist der Mund eines Sandwurms. All of civilization depends on it. The future. I can see it. I must not fear. Fear is the mind killer. My Lord Duke. Where the fear is gone, Jesus. Only I will remain. Go, go, go! Yes, go. Oh ja. Oh ja. Wow. Okay, erste Gedanken, ich muss das erstmal alles verarbeiten. Das ist ganz schön viel in. Das sind 3 Minuten. Und was ich schon mal cool finde, ist, dass, deswegen werde ich mich auch mit Plot-Details zurückhalten. Ich glaube, es gibt genügend, die den Film nicht gesehen haben von David Lynch. Ich will jetzt nicht alles spoilern. Und der Film macht das auch nicht. Der Trailer macht das auch nicht, was ich sehr cool finde, dass wir nur so ein bisschen Eindruck kriegen von den Visuals, von den Kostümen, von dem groben Setting. Wir wissen, dass das ein Krieg sein wird zwischen zwei Häusern. Wir wissen, dass House Atreides in eine Falle gelockt wurde und dass einer nach dem anderen weggekillt wird. Aber wir haben auch schon die ersten Andeutungen, dass unser Paul sowas wie eine Messias-Figur ist, was ich cool finde. Der Film ist bildgewaltig, ohne Frage. Sowohl die Schlachtsequenzen als auch die ruhigen Momente gefallen mir hier in dem Trailer sehr gut. Beim Sandwurm habe ich Gänsehaut bekommen, ich lüge nicht. Im Gesamten bin ich gehypt. Ich weiß nicht, wie das generell bei der Dune-Fan-Community ankommen wird. Ich kenne die Dune-Fan-Community nicht. Und ich weiß auch nicht, wie das bei jemandem ankommt, der noch nie was davon gehört hat. Ob das jetzt der Trailer ist, der jemanden umhauen wird. Mich persönlich macht es neugierig. Ich würde nicht sagen, dass es der geilste Trailer ist, den ich dieses Jahr gesehen habe. Aber es macht Spaß. Und ich bin vor allem vom Cast sehr beeindruckt. Ich meine, wir haben Rebecca Ferguson, wir haben Josh Brolin, wir haben Jason Momoa, Timothy Chalamet, Stellan Skarsgård. Die Liste, hört er, Javier Bardem, den habe ich auch nur ganz kurz in einer Szene gesehen. Und ich glaube, dass wir hier wirklich ein Epos haben. Wir haben hier wirklich die Chance, ein geiles Epos aufzubauen. Eher Game of Thrones als Star Wars, was nichts Schlechtes ist. Und ich bin mega heiß drauf. Wirklich, also,
jetzt noch mehr, obwohl nicht zu viel. Ich will nicht zu viel sehen und bin auch gespannt, ob wir da eventuell ein bisschen abweichen von dem Film, weil ich habe gehört, dass der sich nicht so penibel ans Buch gehalten hat. Ja, ich positives Gesicht. Seht ihr, ich kann auch positiv. Jetzt seid ihr gefragt, hat euch der Trailer gefallen? Seid ihr heiß auf den Film? Habt ihr schon lange auf den gewartet? Ich habe wirklich sehr lange gewartet. Man fragt, kommt da irgendwann noch mal was dieses Jahr? Anscheinend schon. Ich bin wirklich sehr drauf. Und gefallen euch diese Videos, weil demnächst kommen ja wahrscheinlich Trailer zu The Walking Dead und The Mandalorian. Kann man definitiv noch was rausholen. Ich freue mich. Ich muss das jetzt alles noch ein bisschen mehr verarbeiten, weil dann gibt es eventuell demnächst noch andere Videos, auch bezüglich des originalen Films. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ich hoffe, euch hat der Trailer genauso gut gefallen wie mir. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.